Füße und kleine Handschuhe. Bei Brauchen tust du es aus. Sehr schön. So, Freunde, jetzt sind wir langsam angekommen in Schöna. Wir sind jetzt auf der Suche nach dem Bahnhof. Wir sind so vollgerödelt. Hä, Christian, jawohl. Was denkst du, wie viel Kilo hat der Rucksack? 28, 30. Ja, würde ich auch so sagen. Helena, was würdest du sagen, rucksacktechnisch? Deiner oder meiner? Deiner. Deiner, 12 bis 15. Ja, so 12 bis 15. Schinski! Was würdest du sagen? Wie sieht's aus? Schinski trägt natürlich sein Essen selber. Wir wussten jetzt nicht ganz, wo wir in Schöna aussteigen sollten. Von da sind wir jetzt einfach in der Mitte ausgestiegen und sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Die Tour fängt irgendwie anders an wie sonst. Gibt keine richtige Einleitung oder so. Aber wir suchen den Ausgangspunkt. Ist wirklich eine sehr schöne Wanderung. Der Forststieg, man muss ja auch sagen, die Trekkinghütten oder wie sie im Internet heißen, hießen die Bofen? Ja. Bofen, genau, Bofen heißen die. Die sind ja nur von April bis Oktober offen. Wir wandern jetzt hier im Februar. Ja. Ne? Kann man mal machen. Ja, es ist wirklich eine sehr schöne Wanderung. Ich wollte eigentlich noch gar kein Intro machen, aber das feuern wir jetzt einfach raus. Ja. Freunde, viel Spaß mit dem Video die nächsten Tage. Es wird eine richtig geile Biwak-Tour. Kein Hotel, keine Pension, nur freie Natur, nichts zum Einkaufen. Wir müssen uns alles selber besorgen. Wir haben Haufen Essen mit, aber das zeigen wir euch noch. Wir gehen rein ins Video und viel Spaß euch. Nur noch mal kurz so am Rande. Christian, warte mal kurz. Wie war noch mal das Motto des heutigen Tages? White Bratwurst. White Bratwurst. Weil wir machen nämlich heute Abend, wenn wir an unserer Biwakstation ankommen, machen wir das White Bratwurst Camp. Ja. Ja. Also amerikanische YouTuber, die machen einen einfach nur verrückt in der Birne. Aber es ist immer wieder schön anzusehen. Die Amis haben halt viel mehr Möglichkeiten wie wir. Aber wir machen natürlich das, was für uns möglich ist. Wir sind jetzt gerade auf dem Malerweg und suchen Anschluss auf den Forststeig. Ich musste gerade mal die Kamera machen, weil das so geil aussieht, wie Christian, Helena und Schinski da vorne laufen mit dem schönen Panorama. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann der Ausgangspunkt ist oder nicht, aber da müssen wir mal schauen. Hier geht es jetzt gerade schon die ersten Treppen runter, sind immer noch auf dem Malerweg, suchen Anschluss an den Forststeig. Forststeig, ne? Nicht Forststieg. Forststeig, nicht verwechseln mit Hexenstieg. Ja. Und hier geht es schon eine ganze Zeit so wilde Treppen runter. Helena, mach langsam. Ja. Von hier oben sind wir gekommen. Oh, ich habe schon so richtig Bock auf die Biwak-Tour, Christian. Wir haben so viel Essen mit, das zeigen wir euch nachher noch. Und es wird richtig, richtig schön. Die nächsten Tage könnt ihr wirklich die Videos genießen. Es ist alles mit dabei, was Lust und Laune macht. Geil, Freunde. So, auf dem Weg zum Forststeig ist uns hier irgendwie die Straße abgestürzt. Ne? Ja. Ja. Aber wir machen natürlich schön langsam. Lauft alle weit rechts, ja? Ja, schön weit rechts laufen. Ein Mann frei. Ein Mann frei. Lauft schön drüben, ja? Na, Junge. Da gab es einen ganz schönen Erdrutsch, ne? Wahnsinn. Was sagst du? Wie bei den Vikings. Was war denn bei den Vikings? Der Kopf ab. Also wir diskutieren gerade. Ich frage mich, wo du das geguckt hast. Ja, wir diskutieren gerade, weil der Busfahrer zu uns gesagt hat, er meinte, wir sollen, wo sollen wir aussteigen? In Reinhardsdorf. Nee, es war Schöner Dorfplatz. Schöner Dorfplatz sollten wir aussteigen. Und dann stand Schöner. Genau, und da stand Schöner Zornstein rechts. Rechts, genau. Und der Busfahrer hat aber zu uns gesagt, nee, ihr müsst da hinten lang, da hinten lang. Ja. Und jetzt sind wir hier ganz von oben runtergelaufen und waren völlig falsch. Ah ja, jetzt laufen wir zum Bahnhof Schöner. Gerade so schön geflucht, aber wir haben es nicht auf Band, Christian. Ja. Verdammte Scheiße. Ja. Helena, möchtest du das bitte nochmal sagen? Wie der Hass in dir hochkommt. Ja, Schinski beschwert sich ja auch nicht. Wenn Schinski wüsste, dass er sein ganzes Barf hinten drin hat, dass er sein Essen selber schleppt, ne? Ja. Der würde sich das Ding vom Leib reißen und würde das mal essen. Das stimmt. Aber er macht gut mit. Er macht gut mit, er ja. Richtig gut mit. Helena auch. Also wir haben 6 Kilometer auf der Uhr. Sind noch gar nicht auf dem Forststeig, aber schon 6 Kilometer auf der Uhr heute. Übelst stabil, Mensch. So, wir sind jetzt endlich am Bahnhof Schöner. Die Polizei ist auch gerade da, die führen uns gleich ab. Ja? Genau, ja. Die nehmen uns hier gleich mit. Ja?
Und ich wollte euch bloß mal, Blue, komm her, einen Ausgangspunkt zeichnen. Ne? Wie gesagt, die nehmen uns gleich mit. Ne, machen sie nicht. Hier sind wir jetzt am Ausgangspunkt. Und hier geht der Vorsteig quasi los. Der geht dann hier hinten lang. Und hier geht es dann auf den großen Zornstein. Wird sicherlich noch eine Weile dauern. Wir haben schon 6 Kilometer im Petto. Da drüben ist übrigens Rensko. Da waren wir früher immer Zigaretten holen. Aber das lohnt sich mittlerweile nicht mehr. Da verballert man mehr Sprit wie sonst was. Die Polizei guckt sich gerade unsere Rucksäcke an. Und wir gehen gleich hier weiter. Sau geile Wanderwege, muss man sagen. Heli nehmen wir jetzt immer in der Mitte, haben wir gesagt. Weil es hier ziemlich tief runter geht ins Tal. Helena, sagst du schöne Wanderwege? Ja. Ja, sieht sehr gut aus. Schinski fällt auch. Christian hat schon eine GoPro hingestellt. Ja. Wunderschön, ja, muss man wirklich sagen. Was für geile Wanderwege. Ach, wie gesagt, es gibt nichts Schöneres wie draußen sein. Wandern mit Freunden oder Familie oder auch alleine. Hauptsache Natur. Kommen Sie. Kurz abziehen. Huh. Jawohl. Die Natur ist schön. Und anstrengend. Ja. Muss man mal so sagen. War mein Schöner? Jawohl. Du machst das toll. Ja. Wir haben das erste Mal Wasser gefiltert mit dem Grail-Filter. Der ist von Christian. Schönes Gerät, kann ich nur so sagen. Natürlich von einem anderen YouTuber, einem sehr bekannten. Der hatte das damals vorgeführt. Habe ich mich dafür, den zu holen. Haben schon mehrfach im Einsatz gehabt und ich bin voll zufrieden. Wie oft kann man den drücken? Also wie oft kann man da Wasser filtern? Das sind ein paar Einheiten, über 100, ja. Über 100 sind das. Dann kannst du das natürlich auch austauschen. Ja. Das ist ganz einfach. Man zieht dieses Teil hier raus, füllt hier mit Wasser auf, drückt das dann hier oben schön sukzessive runter. Und dabei ist wichtig, dass dieser Verschluss, der muss offen sein. Ja, dass da Luft kriegt, dass die Luft... Ganz genau. Genau, dass das Wasser raus... Kurz, ja. Jetzt ist er zwar leer, genau. Dann drückst du den halt so sukzessive runter und zack, zack, zack. Ja, genau. Bei uns gibt es jetzt einen Kakao zwischendurch. Ich kann ja mal auf die Kilometer-App gucken, was wir bis jetzt schon gemacht haben heute. Auf jeden Fall waren es viele. Wir haben ja schon 6 außerhalb des Vorstiegs gemacht. Wir sind gerade bei Kilometer 7,8 auf dem Vorsteig. Und bei uns gibt es jetzt... Ein kleiner Kakao. Cappuccino für uns beide. Genau, weil Kaffee war alle im Kaufland. Ja, gab es leider nicht. Hier ist so ein schönes Bächlein. Und hier haben wir gerade mal unsere Rucksäcke hingepackt. Und es gibt einen kleinen Snack. So, ich würde sagen, das erste Stündchen auf dem Track. Prost. Noch nicht trinken, ich habe schon probiert. Ich habe meine Zunge verbrannt. Ja, das sind auch so Erfahrungen, die man macht, Helena. Weißt du? Vorgekostet. Prost, Freunde. In der rechten Hand ein Kaffee, in der linken Hand ein Schniedel. Das ist der Lifestyle. Sky, mein Guter. Und eine Zigarette, genau. Das ist der Lifestyle. Prost, meine. Wir haben es 3:30 und wir kommen ziemlich gut. 3:30. Wir kommen ziemlich gut voran. Gerade geht's schön geradeaus. Gerade muss man noch eine Gewässerüberquerung machen. Ob wir den großen Zornstein heute erreichen, schwierig. Aber wir geben natürlich unser Bestes, dass wir eine gute Stelle zum Schlafen finden, Freunde. Puh. Geht schon gut wieder hoch jetzt.
Ah, jetzt wird es schon langsam ein bisschen düsterer. Jetzt gehen wir gerade von der Elbschlucht weg. Hoch in den Wald. Alter. Jetzt mal ganz ehrlich. Ist das bis jetzt geil oder ist das geil? Alter, ich fühle das so krass. Blue fühlt das auch. Ne? Immer Hund voraus. Oh, herrlich. Wirklich herrlich. Alter. So geil. Ich feiere das hart. Ich feiere das wirklich hart. Auch Helena hält super durch. Ne? Alpha Hirsch TV, Prüfsiegel. Check. Ja. Ah, oh, herrlich, Freunde. Wie gerade die Sonne reinscheint. Ah, oh, herrlich. Gerade ging es ganz schön Anstieg. Wäre ich hoch. Die Pfanne ging mir hinten auf den Sack. Die habe ich jetzt hier vorne an mein Militärpack gemacht. Wo auch mein Kamera-Equipment drin ist. Blue ist ganz aufgeregt, da läuft der ganze Zeit mir hinterher. Ist es schön mit der Sonne? Ja. Ey, einfach nur herrlich. Richtig, richtig schön. Einwandfrei, wirklich. Also, ich will es nicht beschreien, aber vielleicht haben wir ja die nächsten Tage noch Glück mit Schnee. Ne? Aber ich will es nicht beschreien. Blue, komm her. Ich will es nicht beschreien. Da ist der gelbe Strich, der signalisiert uns Forststeig. So, Kilometer 11 ist erreicht. Wir haben uns entschieden, dass wir für heute einen Break machen. Ne? Ist immer eine Teamentscheidung, so nehmen wir die Helena. 11 Kilometer am ersten Tag. Hätten wir uns durch den Busfahrer heute früh nicht verlaufen, sage ich euch so, wie es ist, wären wir zum Zornstein noch gekommen. Ja. Ohne Witz. So, Christian. Ne? Christian ist ein Mann vom Fach. Wie sieht's weiter aus? Ja. Nee. Wir haben jetzt hier eine Stelle gefunden, die einigermaßen gerade ist. Ja. Es ist zwar mitten auf dem Weg, aber es ist ein scheiß Jahr. Weil da der Weg ist ganz schön vereist. Ne? Ja. Komm her, meiner. Glaube ich auch nicht. Ja. Wir bleiben hier ist es flach. Genau. Wir spannen nachher unsere Plan hier ab. Ne? Und gehen wir erstmal Feuer suchen, würde ich sagen. So machen wir das, würde ich auch sagen. Hier haben wir uns Rucksack hingeknallt. Hier haben auch gleich einen Bach. Ne? Wir wollen nämlich heute Abend noch ein paar Nudeln machen mit Pesto. Ja, reicht für heute. Helena hat sehr gut geschafft. Und man muss auch sagen, wir sind auch ganz schön geschafft. Reicht für heute. Ja, bauen wir auf, oder? Feuerwerk. Wir sind jetzt gerade beim Aufbau unseres Lagerplatzes. Christian macht einen Tipi-Aufbau. Ich spanne mir hier gerade meine Plane. Das wird zwar ein bisschen enger, ne? Hier so zwischen den Bäumen, weil die nicht weit auseinander stehen. Aber da komme ich schon reingekrabbelt. Das ist kein Thema. Elena macht jetzt die Seiten mit Powercord fest. Ne? Dann haben wir hier solche Haken mit. Dann versenken wir die. Ja, dann kommt der Elefantenhaut drunter. Schlafmatratze aufgepumpt. Schlafsack schon drauf. Und dann machen wir erstmal Feuer und dann gibt es schön was zu essen. Elena, hast du Hunger, meine? Christian bestimmt auch, oder? Nee. Oh, wir werden gleich so viel fressen machen. Geil, wir haben so viel mit, das zeige ich euch aber gleich alles. Das ganze kleine Zeug jetzt alles drauf. So, Freunde. Starb ist aufgebaut. Schlafplatz, Licht, bei mir Matte, Climate. Ich habe mir ein Defense 1 mitgenommen, weil es wären nachts 0 Grad. Und ich habe zur Rennsteigtour auch im Defense 1 geschlafen. Da hinten der schöne Aufbau, da kommen wir aber morgen früh nochmal dazu, von Christian. Der hat sich zwei wunderschöne Matten geholt. Matten, das sind Liegen, ne? Ja. Liegen, die sind von Temu. Ja. Kann ich das sagen? Ja, aber die sind von Temu. Wie viel haben die gekostet, die zwei? Pro Stück 30. Und man muss wirklich sagen, also für den Winter perfekte Matten, aber da sprechen wir morgen früh nochmal drüber. Wir machen uns erstmal noch schön was zu essen. Haben uns hier niedergelassen, schon die Lampe aufgebaut. Wir schlafen hier mitten auf dem Weg, aber was willst du machen? Ne? Ja, wir machen jetzt ein kleines Feuerchen noch für heute Abend. Werden noch ein bisschen köcheln. Ne? Und dann geht es heute Abend auch zeitnah ins Bett, weil wir ja morgen früh wieder los wollen. Wisst ihr eigentlich, was mir Sorgen macht für morgen? Ja, weißt du eigentlich, was mir Sorgen macht für morgen, Christian? Ja. Dieser vereiste Weg nach hier oben. Ja. Alter, das ist alles vereist, dieser ganze Weg bis hier hoch. Deshalb haben wir auch abgebrochen. Helena guckt gerade mal hoch, aber... Oh, das wird morgen auf jeden Fall ein Stieg, ne? Ja, ja, wir machen jetzt Feuer, es gibt Essen, ne? Es gab auch schon ein kleines Feierabendsbierchen. Ja? Ja, alles vereist. Da sehen wir morgen früh in Angriff. Nach einem schönen Frühstück. Ja! Das trinken Sie jetzt alle. Haben wir heute schon mal? Na ja nicht, aber jetzt haben wir. Also wir trinken ja auch eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee. Nee. Wir haben ja auch gar nicht so viel mitgenommen, muss ich sagen. Das ist auch alkoholfrei. Wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Ich verdecke das alkoholfrei nur. Ja. Feuer kommt langsam. Wir haben hier natürlich noch nasses Holz. Was gibt's Schönes zu essen? Einmal
so eine Fertignudeln, sag ich mal. Was Schnelles. Mit einer Hühnerbrühe. Was Schnelles. Aber gleich gibt's noch schön Schinken, Salami. Wir haben noch ein Brot mit. Ja. Und für ein Wauwi gibt's heute Obst-Gemüsemischung. Ei. Ja, die geht aber gut runter. Ja, wir blasen jetzt mit dem Rohr noch ein bisschen an. Mussten uns hier mitten im Weg packen. Aber ich denke mal, das sollte doch heute noch funzen. Ich musste das noch mal kurz zelebrieren, diese schöne Schmalzschnitte. Nein. Mitten im, Nein. Mitten in der sächsischen Schweiz. Er will irgendwie sein Hundefutter nicht essen, weil wir die ganze Zeit essen, wisst ihr, was ich meine, ja? Die Sau. Ja? Aber wenn wir ihm jetzt in der Bühne stellen würden, wisst ihr, was ich meine, ja? Dann wäre das wohl eine Sache von Sekunden, wisst ihr, was ich meine. Ja, ist ein Profi. Ist ja? Ein Profi. Der Taktiker, ja. Helena hält ja noch das Feuer am Leben. Ne? Helena hat sich eine Tüte schlagen, muss man sagen. Ja, jetzt verliere ich den Salami. Ja, auf jeden. Deswegen ja. Steht er vor Lass mal gucken. Hoffentlich ist der Meredith nicht zu scharf. Also wie wir uns hier in den Weg geknallt haben, ist einfach nur wunderschön. Ne? Mein Schlafplatz von Christian und Helena, arm und frei. Nur mit einer kleinen Lampe aufgehangen. Er will sein Futter nicht essen. Alles beim Alten, ne? Ja. So wie wir gestartet sind. Profi, ne? Troja. So, es ist mittlerweile 8:30, ne? Helena hat nochmal einen Wasserfilter für ihr gemacht. Ich und Christian haben uns dafür entschieden, dass wir das Feuer nochmal richtig on point bringen. Boah. Alter! Junge! Mal reingeguckt. Wie das vorhin aussah und jetzt so ein bisschen nasses Holz drauf, ne? Beste Leben. Helena, soll ich drücken oder beim Wasserfilter möchtest du das machen? Du machst das? Sehr gut, ne? So ist die Aufgabenverteilung. Ne? Wir holen Holz, Helena macht's Wasser, die Essen haben wir schon. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr die Kamera anmachen, Christian, aber jetzt sag doch mal ganz ehrlich. Ne? Helena, was würde dein Bruder sagen, wie läuft das hier? Sag noch mal voll. So läuft die Welt bei dem Mettler. Alter, ey. White Bratwurst. Ja. 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 Schöne Grüße aus der Sächsischen Schweiz. Wir machen Holz. Ja? So sieht's aus. Oh. Einfach nur herrlich. Wenn wir zu früh, um ins Bett zu gehen. Nee, ist wirklich schon zu früh. Einfach zu früh. Es ist noch wirklich zu früh. Von daher machen wir uns da schön schmuselig. Ja, machen wir uns da schön schmuselig. Und das Schöne ist ja, das Setup steht. Ja, das ist das Geile. Und wie gesagt, ich werde euch morgen früh mal eine schöne Review zeigen, wie wir es überhaupt gemacht haben und so diesen Tarp-Aufbau. Bei mir den Aufbau richtig geil. Ja, das sehen wir morgen. Elena, gönnt sich. Sehr schön. Schinski. Blue. Na. Du bist ein Profi. Na, das ist der Outdoor-Profi. Ja? Sitz. Hi. Das sind wir geil. Bist du ein Profi? Hast du Pfötchen da? Guck mal hier. Ne? Gut erzogen. Ja? So muss das sein. Wir heizen jetzt noch schön ein. Und dann jetzt ins Bett. White Bratwurst. Ja. Yeah! 4:17 Uhr. Oh. Wir schlafen weiter. Warum es mich gerade aus dem Schlafsack gehauen hat, weiß ich gar nicht. Aber der Plan hat es ganz schön runtergedrückt. Aber wir machen die Augen zu. Noch ein bisschen schlafen, Freunde. Guten Morgen, Freunde. Blue hat heute Morgen alle Heringe aus dem Tarp rausgerissen und hat sich hier zu mir in den Schlafsack gesät. Ne? Ja, meiner. Guten Morgen. Ne? Helly und Christian, die schlafen noch. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wo wir überhaupt gelandet sind gestern. Ja. Ja. Ist das gut. Ne? Ach nee, wir haben uns hier gestern auf den Weg niedergelassen. Oh, ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Ne? Das Tarp ist völlig auseinandergerissen. Ne? Ja, meiner, nur fein. Ja? Oh nee, wir werden gleich erstmal ein bisschen was zum
Frühstück machen. Ja. So, Freunde, soll das mal gewesen sein mit Tag 1. Na? Ich muss das mal ankommen. Ja. Ja. Also, Blue ist definitiv, definitiv kamerafähig, ne? Ja, ja. Also, er hat heute früh schon wieder gezeigt, was in ihm steckt, ne? So, Freunde, mit diesem Bild, ja, will ich mich aus Tag 1 verabschieden. Wenn euch die Videos gefallen, dann lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert gerne, egal ob positiv oder negativ. Heute geht's in Tag 2, ne? Wir sind saumotiviert, oder sind wir saumotiviert, oder sind wir saumotiviert? Na, aber hallo! Na, aber hallo! Ja! Wir sehen uns Samstag um 21 Uhr mit einem neuen Video, Freunde. Ne? Ich wünsche euch alles Gute und bis dahin. Lu, was fällt auf? Was fällt auf? Ja.